Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3310-1201. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, der Ray sitzt hier in seiner frisch zusammengestellten Python, die momentan auf der Robigos Mainz Station im Robigo-System parkt. Ausgestattet, um dort eine Menge Passagiermissionen zu erledigen, im zwei Systeme weiter gelegenen SOTIS-System, um dort eine Menge Kohle zu verdienen. Oder alternativ, neben Kohle, auch eine ganze Menge vielleicht spannendes, hochwertiges Material abzugreifen. Ganz kurz mal einen Blick in das System. In der letzten Folge haben wir uns ja auf der Jameson Memorial im Shinrata Desra System auf der einen Seite für die ASP Explorer den lang gewünschten FSA Booster von den Guardians eingebaut, um weitere 10,5 Lichtjahre weit springen zu können. Und so ausgestattet bin ich dann mit meiner ASP Explorer zunächst mal hier auf die Station Hausers Reach geflogen. Warum dahin und nicht gleich dahin? Ganz einfach, weil ich von hier aus einmal einen Order-Auftrag geben wollte, um die Python, die ich ja vorher auf der Jameson Memorial zusammengestellt habe, dann hierhin zu transferieren. Das hat immerhin 1,5 Stunden gedauert. Und sowas macht man natürlich am besten, wenn man ohnehin das Spiel beenden möchte, dann kann er das ja in der Zwischenzeit erledigen. Dort angekommen habe ich eine kleine Änderung zu dem Schiffsbild, den ich euch vorgestellt habe, noch vorgenommen, weil aufgrund der Tatsache, dass ich einen augmentierten FSA-Antrieb in meiner ASP-Explorer eingebaut hatte, der eine besonders hohe, weite Sprungreichweite hat, konnte ich es mir erlauben, dort auf der Hausers Reach zusätzlich nochmal 4 Kühlkörper einzubauen. Die gibt's da auch direkt zu kaufen, denn die sind gar nicht so uninteressant und erleichtern einem eventuell das Leben bei den Passagiermissionen um einiges. Es gilt nämlich zum Teil, Leute zu transportieren, die eventuell den illegalen Status haben, und wenn ihr die mit an Bord habt und ihr von den Behörden gescannt werdet, ja, dann gibt's halt Ärger und die Missionen sind verloren und auch der Ruf bei den Fraktionen wird eventuell geschädigt. Um das zu umgehen, reicht es vollkommen aus, in der Nähe der Station, wenn man wieder landen möchte, einen Kühlkörper zu zünden, damit das Schiff schön runtergekühlt wird und dann kann er auch nicht gescannt werden. Also insoweit eine gute Methode sollte man nutzen. Des Weiteren, das habe ich zumindest damals auch gemacht, ist es auch nicht verkehrt, einen Detailoberflächenscanner einzubauen, zumindest kurzfristig, temporär, wenn ihr das erste Mal hier seid. Denn im System SOTIS, wo wir gleich hinfliegen wollen, da gibt es eine ganze Menge interessanter Planeten, die es sich lohnen, gescannt zu werden. Wenn ihr das einmal erledigt habt, am besten fliegt ihr sogar mal solo dahin, ohne Passagiere an Bord, dann habt ihr auch eure Ruhe, dann könnt ihr die alle in Ruhe scannen und danach einmal mal hier Hausers Reach anfliegen und einfach den Detailoberflächenscanner wieder durch den Landecomputer ersetzen. Danach bin ich direkt hier jetzt zu Robigo Mainz geflogen, denn das ist das, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, mit meiner Python. Die kann nämlich hier wunderbar landen, da es ja nur mittlere Plätze gibt. Leider gibt es hier keine Werft, sonst wäre ich hier auch direkt hingeflogen. Also, wenn ihr das genauso machen wollt, fliegt erst zu Hausers Reach, gebt den Order, die Python oder auch jedes andere Schiff, zum Beispiel den Beluga-Liner, wenn ihr gleich von vornherein mit einem großen Schiff arbeiten wollt, dahin zu transportieren und dann könnt ihr euch das angucken. Dann schauen wir mal nach, hier in den Sternenhafendiensten im schwarzen Brett und zwar direkt in der Passagier-Lounge. Das ist das, was mich jetzt am meisten interessiert. Ja, es gibt hier keinerlei Gruppentransporte, sondern nur Personentransporte, aktuell 24 Stück. Und das, was spannend ist, sind folgende Aufträge. Die sollten alle als Ziel Sirius Atmospherics haben. Und wie ihr seht, gibt's davon hier eine ganze Reihe.
Die führen alle zu einer Touristenbarke im SOTIS-System, und zwar um den Planeten A5 herum. Dort findet man die. Das ist auch nicht weit weg, werdet ihr ja gleich sehen. Und ja, wenn ihr die entsprechenden Fraktionen alle im Ruf verbündet habt, wie ich das ja hier schon mal vorab gemacht habe, dann sind auch diese Missionen, obwohl es einfach nur ganz simple Passagiertransport Missionen sind, zum Teil sehr gut dotiert. Ich sehe hier zum Beispiel einen mit 4,5 Millionen. Es gibt auch welche, die unter anderem über 5 Millionen haben und gestaffelt natürlich. Dann guckt man sich das mal an, klickt man mal drauf. Wichtig ist, sie sollten also alle hier zu diesem Ziel hier führen, Sirius Atmospherics. Und wichtig ist auch das Passagierprofil, denn das ist eine entscheidende Sache. Ihr seht hier zum Beispiel, das ist ein illegaler Passagier, der ist kriminell. Und wenn ein Behördenschiff sie scannt, werden sie sofort angegriffen, stört sich allerdings während des Flugs nicht an illegalen Aktivitäten. Aber unbedingt darauf achten, dass ihr nicht gescannt werdet, wenn ihr solche Leute mit an Bord nehmt. Geld gibt's, wie ihr seht, gutes Geld zu verdienen. Neben dem Ruf, der am Anfang vielleicht ganz wichtig ist, wenn ihr den Ruf der Fraktionen noch nicht auf verbündet habt, dann solltet ihr die ersten Missionen vielleicht unbedingt so auslegen, dass er nach dem Ruf filtert und erstmal überall den Ruf nach oben treibt. Ansonsten ist natürlich das Finanzielle sehr spannend. Dann nehmen wir den mal an. Das heißt, wir gehen hier drüben auf Kabine wählen. Denn erst dann wird ersichtlich, wie viele Personen hier überhaupt transportiert werden. Maximal sind es 16, weswegen wir ja unsere Passagier- und Business-Class-Kabinen so ausgestattet haben, dass wir ohnehin nur 16 reinkriegen. Jetzt könnte man die natürlich vom Computer automatisch belegen lassen, würde ich aber nicht empfehlen, da er einfach von oben nach unten das Ganze verteilt. Besser ist das, wenn man das manuell macht. Also fangen wir mal an, weisen diese 13 Personen hier gleich mal dem ersten zu und dann muss die Mission angenommen werden. So landet sie dann auch erst da. Und automatisch wird die Liste dann weiter sortiert und geguckt, was gibt es noch zu verteilen. Da seht ihr zum Beispiel einen, hier ist einer mit 5,5 Millionen. Den nehmen wir natürlich auch an. Gucken wir nochmal ganz kurz. Das ist sogar eine neutrale Person, insoweit gut gewählt. Da dürften dann auch die maximalen 16 zur Verfügung stehen. Okay, bestätigen, Mission annehmen. Und dann gehe ich normalerweise so vor, dass ich mir der Reihe nach von oben nach unten die besten Aufträge erstmal zusammenstelle. Das wäre der nächste. Okay, 13 Leute. Geht natürlich auch nur in eine 16er Kabine rein, ist klar. Da haben wir wieder einen. 4,2 nehmen wir auch. Und los geht's. Mission annehmen. Sobald ein Auftrag vergeben ist, wird die Liste immer sofort aktualisiert und es stehen dann nur noch die Missionen zur Verfügung, die man auch tatsächlich hier verarbeiten kann. So, müssen wir gucken. Da ist wieder einer mit 16. Und jetzt dürfte es dann schon langsam weniger werden. Genau, jetzt sind es schon weniger. Fünfe. Gibt es noch einen anderen? Nö, das ist der einzige, der hier noch geht. Mission annehmen. Da gibt es noch einen mit Zweien. Können wir auch machen. Das wird es dann wahrscheinlich schon gewesen sein. Naja, der geht noch. Den können wir gerade noch unterbringen hier. Und damit ist die Liste leer. Auch wenn wir jetzt nicht alle Kabinen gefüllt haben, hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie die zusammengestellt sind. Aber normalerweise ist das eine ausreichende Menge. Ich mache mal ganz kurz hier einen Schnitt und rechne mal zusammen, was denn der Wert dieses Auftrages ist. Bis gleich. So, habe eben mal kurz meinen Taschenrechner gequält und alle 8 Aufträge zusammengezählt und bin dabei auf die stattliche Summe von über 27 Millionen Credits gekommen. Also durchaus lohnenswert. Dann können wir auch direkt von hier aus das Ziel uns mal programmieren. Springen wir mal direkt in die galaktische Karte und da haben wir das System SOTIS schon vor uns. Das gucken wir uns nochmal an, bevor wir losfliegen. Denn wie ich euch erzählt habe,
Das wäre so mein spezieller Tipp für den Anfang, wenn ihr das noch nie vorher gemacht habt. Packt euch den Detailoberflächenscanner ein und hier seht ihr, es gibt hier eine reichhaltige Anzahl von schönen Planeten, die sich lohnen, gescannt zu werden. Alleine das gibt schon einiges an Geld. Und hin müssen wir hier zu dem Planeten Sotis A5. Um diesen Planeten herum fliegt diese Touristenbarke, die alle unsere Leute einmal sehen wollen. Da müssen wir kurz hinfliegen, die Barke scannen und dann einfach wieder zurück und die Aufträge abgeben. Das war's dann auch schon. Und ihr seht, das Ganze passiert über zwei Sprünge von Robigo, einmal nach Vritu. Guia oder ähnlich, wie das heißt. Und das ist das System, was entscheidend ist. Ihr seht, das ist 30,15 oder aufgerundet einfach 30,2 Lichtjahre von Robigo weg. Und das genau ist der Punkt, warum ihr ein Schiff euch zusammenbauen solltet, was wenigstens genau diese Sprungreichweite im beladenen Zustand schafft, damit der Weg zwischen Robigo und Sotis genau mit einem einzigen Zwischenstopp hier in dem System erledigt werden kann. So kann man dann sehr gut und sehr schnell und effizient diese Passagiermissionen abregeln. Wenn man nämlich zurückkommen und die abgeben, gibt es wieder neue. Und die kann man dann auf die gleiche Art und Weise wieder und wieder und wieder erledigen. Neben dem schönen vielen Geld, was die eine gute Möglichkeit ist, in relativ kurzer Zeit gutes Geld zu verdienen, kann man auch sehr hochwertiges Material als Alternative wählen. Und natürlich auch Ruf, beispielsweise für das Imperium. Es lohnt sich also allemal, hier im Robigo-System ab und zu mal aufzuschlagen. Und sei es nur, um am Ende vielleicht gutes Material zu sammeln. Denn Geld kann man ja auch anderweitig verdienen. Damit sind wir also jetzt gerüstet und starten wir mal. Ihr seht unten rechts, illegaler Passagier an Bord. Das ist also wichtig, darauf zu achten, dass ihr unterwegs und vor allen Dingen, wenn ihr zurückkommt und hier wieder landen müsst, nicht von den Behörden oder von der Station her gescannt werdet. Denn das gibt Ärger. Da helfen dann die Kühlkörper, das Schiff sehr weit runter zu kühlen, damit ein Scan erst gar nicht möglich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, werdet ihr da gleich sehen, gut Kühlkörper dabei zu haben. Denn hier in dem System, wo wir jetzt gleich hinfliegen, kommen wir relativ dicht an der Sonne raus und müssen auch ein Stück um die Sonne herumfliegen. Da kann das Schiff schnell mal heiß werden. Und um die Flugzeit zu verkürzen, lohnt sich's da auch dann eventuell einen Kühlkörper kurz mal einzusetzen. Mit 4 Kühlkörperwerfern, die ich dabei habe, kein Problem. Und Frameshift. Zack, Zwischenstopp Nummer 1. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier um die Sonne herumfliegen. Möglichst nicht zu dicht dran. Jetzt zünde ich mal einen Kühlkörper, damit es ein bisschen kühler wird. Dann kann man hier schneller das Ziel wieder aufnehmen und den Frameshift starten. So, da sind wir doch schon gelandet. Nächste Aktion, einmal kurz in die Navigation rübergehen. Ich würde euch empfehlen, den Filter auf interessante Punkte und vielleicht Stationen zu setzen, denn das Ziel kann man dann sehr schnell hier finden. Es heißt Sirius Atmospherics und ist, wie ich euch erklärt habe, ein Touristensignal, was wir dann scannen müssen. Wählen wir das Ziel mal aus. Das ist auch ein klein bisschen weiter weg. Nämlich 1680 Lichtsekunden. So, bisher haben wir Ruhe gehabt. Da oben kann man ja gucken. Hier seht ihr nochmal alles, was hier so angesagt ist. Wer sich für was interessiert, möglicherweise, das hängt immer ein bisschen davon ab, welche Passagiere ihr on board habt, kann es natürlich sein, dass speziell die illegalen Passagiere
gesucht werden oder andere Leute sie gerne mal angreifen würden, dann wird da oben eine Feindwarnung ausgegeben. Und das ist dann ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr, nachdem ihr den Supergruß beendet habt und wieder neu startet, mit Sicherheit von irgendeinem Piraten angegriffen werdet. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr dem Kampf unbedingt ausweicht. Ganz wichtig. Das heißt also, wenn ein solcher Feind euch angreift, auf gar keinen Fall den Schubregler auf Null setzen, denn das würde bedeuten, dass ihr euch dem Kampf stellt. Und das kann wiederum bedeuten, dass einige eurer anderen Passagiere dann ziemlich sauer auf solche Aktionen reagieren. Das könnt ihr ja eben gucken unten, wenn ihr die Aufträge annimmt, dass sie da vielleicht nicht sehr begeistert von sind. Also immer ausweichen und abhauen. Das ist das Wesentliche. Wenn nichts passiert, wie jetzt in meinem Fall, ist das natürlich eine ganz easy Sache. Aber ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass ich dort Feindwarnungen bekommen habe und dann auch jedes Mal, wenn ich den Supergruß neu gestartet habe und irgendwo in einem System dann wieder aufgeschlagen bin, ich garantiert auch angegriffen wurde. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Gas geben. Diese Touristenbarke fliegt, wie gesagt, um den Planeten A5 drumherum. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr den auch direkt schön vor euch in seiner ganzen Pracht und erleuchtet und man kann ihn auch direkt so anfliegen. Aber das ist natürlich nicht immer gegeben, wie jetzt wieder. Jetzt ist es so, dass die Barke auf der Rückseite ist. Wenn ihr den Planeten schon gescannt habt, dann lohnt sich natürlich der Analysemodus, denn sobald ihr in der Nähe seid, wird der Planet ja dann voll gezeigt. Und dann ist das Herumfliegen natürlich ein bisschen angenehmer. Dann sieht man es etwas besser. So, da kommt sie doch ganz langsam, aber sicher ins Ziel. Na, mal gucken. So. Da gibt es natürlich auch die diversen Tricks, die ich schon bei vielen, vielen anderen gesehen habe, dass man da mit dem Supercruise-Assistenten arbeiten kann und richtig schnell hier dieses Ziel anfliegen kann. Ist mir alles bekannt. Ich wollte das nur noch mal anmerken. Aber ich persönlich bevorzuge da tatsächlich eher das manuelle Fliegen. Macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Da ich solche Missionen eben auch gerne in der VR-Umgebung mache und mich dann auch gerne ein bisschen hier so umgucke und so weiter, macht mir das persönlich halt einfach mehr Spaß. Wenn es um Effizienz geht, schnelles Geld zu verdienen und diese Routen eben möglichst schnell hintereinander abzuarbeiten, okay. So, da sind wir doch schon. Und einmal unbedingt ins Ziel nehmen und schon läuft, wie ihr seht, unten der Scanner. Das muss einmal abgewartet werden, bis das Ding komplett gescannt ist. Und dann seht ihr, alle Missionen sind in dem Moment schon erfüllt. Dann reicht es, einfach mal hier kurz in die galaktische Karte zu gehen und sich irgendeinen hier zu nehmen. Dann wird das ja automatisch wieder zurückgesetzt. Ja, und dann kann man eigentlich schon wieder Gas geben, ne? Und Fremdschiff. Hier gilt das Gleiche. Einfach mal kurz einen Kühlkörper starten. Dann kann man hier relativ dicht einfach an der Sonne rumfliegen. Und so, dann sind wir schon wieder zurück. War eine kurze Reise. Kann man, wenn man es zeitoptimiert macht, in, sagen wir mal, circa 10 bis 12 Minuten erledigen. Also vom Aufnehmen der Missionen, Abflug von Robigo Mainz hin nach Sotis, kurz scannen, wieder zurück. Das Ganze schafft man
gewöhnlich in 10 bis, naja, sagen wir mal, ganz grob gerechnet 15 Minuten. Wenn er das dann hochrechnet auf die Stunde, da könnte ordentlich Geld verdienen. Gibt allerdings eine kleine Anmerkung an der Seite. Einer meiner Kommentatoren im letzten Video hat mich netterweise darauf aufmerksam gemacht. Mir persönlich ist das auch schon aufgefallen. Wenn man das also wirklich auf die Spitze treibt und permanent versucht, gute Aufträge hier abzugreifen und sie abzuarbeiten, dann kann es schon sein, dass nach spätestens 2, 3 Flügen die Auftragswerte sinken. Das heißt, man bekommt dann nicht mehr so hohe Belohnungen wie am Anfang. Das ist insoweit wahrscheinlich ein bisschen geschuldet der Spielmechanik und der vorbeugenden Maßnahmen, damit man das nicht übertreibt. Wenn man aber so, sagen wir mal, rund 30 Minuten abwartet auf der Station, denn so alle 10 Minuten werden ja immer von der vollen Stunde ausgerechnet die Missionen aktualisiert, dann regelt sich das wieder ein. Und ja, dann gibt's wieder richtig gute, satte Aufträge, die alle so auch am Anfang bei den 5 Millionen und gut bei 4 Millionen liegen. Aber naja, wie gesagt, es gibt ja auch noch mehr als Geld, was man verdienen kann. Ich persönlich bin ja nicht mehr ganz so scharf auf das Geld, sondern mich interessieren momentan eigentlich eher die schönen Materialien, die man da als hochwertiges Material abgreifen kann. Da kommt sie doch schon in Sicht. Da ist sie doch. Na komm schon. Und? Jojojo, ich weiß, bin ziemlich schnell. Aber trotzdem, passt schon. So. Oh, wir sehen ja sogar mal was. Ist ja ganz was Neues. Jetzt holen wir uns mal hier hoffentlich die Landeerlaubnis. Das kann übrigens auch passieren, dass man hier mal ein bisschen warten muss. Wenn die Plätze belegt sind, dann, naja, muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Wo ist er? Die 5. Kann es leider noch nicht richtig erkennen. Ich vermute mal, da oben, der wird es wohl sein, ne? Ja, alles klar. Gut. Dann fliegen wir mal hier rum. Fahrwerk können wir schon mal rausmachen. Ihr seht, das Schiff selbst, 19% Standardwärme, ist sehr kalt eigentlich. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und jetzt könnte man, ich mache das einfach mal, nochmal einen Kühlkörper zünden. Für alle Fälle, damit wir hier nicht noch aus Versehen gescannt werden. Schließlich haben wir die ja dabei. Wobei hier an dem Außenposten mir das so gut wie noch nie passiert ist. Bei Hauser's Reach, bei der großen Station, kann das schon mal vorkommen. Und da sind wir doch schon wieder. Sauber gelandet. Hervorragend. Auftanken. Kühlkörper nach. Munitionieren. Und schon können wir unsere Dinge hier abgeben. Dann gucken wir mal. Passagierlaunch. Abgeschlossene Missionen. 8 Stück. Zack, 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 zack. Fangen wir doch mal hier oben an. Was gibt's denn da? Naja, hier gibt's Ruf, Einfluss und eine Menge Geld. Nehmen wir natürlich. Gut. Und was hast du zu bieten? Auch Ruf. Biotech-Leiter könnte ich nehmen. Habe ich aber wohl voll, wie ihr seht. Aber ist ein Seltenheitsgrad 5. Lohnt sich also. Und was gibt's hier? Geld, was sonst? Hier haben wir doch wieder was Schönes, ne? Erlesene Laserkristalle, Seltenheitsgrad 5. Nehme ich. Kann man ja wunderbar tauschen. Jo, und nochmal Geld. Wieder Geld. Hier gibt es Seltenheitsgrad 4, aber nehme ich trotzdem. Besser als die Mio. Und hier haben wir noch was. Seltenheitsgrad 4, nehme ich. Und bin glücklich. Und könnte sofort wieder hergehen und ihr seht, es gibt wieder reichlich Neues.
Und das Spielchen kann von vorne beginnen. Ihr seht, jetzt habe ich zum Beispiel keine Auftragswerte, die über 5 Millionen oder gar 4 Millionen sind. Das Höchste, was jetzt im Moment hier angeboten ist, 3,9 Millionen. Wenn er also hier ein bisschen abwarten tut, dann könnte er immer wieder solche Missionen machen. Aber auch die lohnen sich mit Sicherheit für diverses anderes an Material. Ja, meine Freunde, das wollte ich euch unbedingt noch gezeigt haben. Als Alternative zu dem schon mal gemachten Auftrag mit dem Beluga-Liner, der ja ausschließlich von der Station Hauser's Reach geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Geldverdienen und Materialgrinden. Bis in Kürze wieder. Tschüss.